Hallo YouTube, hier ist Florian. Mittlerweile ist die erste Woche meines Japanologie-Studiums rum. Es ist Donnerstagabend. Ich hatte bis jetzt viermal je anderthalb Stunden einen Sprachkurs gehabt. Diese Woche, in meiner ersten Woche als Student der Universität Leipzig, zumindest in Japanologie. Und ja, wir haben bis heute schon sämtliche Hiragana-Zeichen durchgenommen. Also das Tempo ist relativ hoch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich so ein bisschen an den Studenten hochgehangelt wird, die schon ein bisschen Vorkenntnisse haben, und für diejenigen, die noch gar keine Japanisch-Kenntnisse haben, für die ist es sehr, sehr schwer, bei dem hohen Tempo hinterherzukommen. Also die müssen sich dann nachmittags und auch jetzt am Wochenende wirklich arg ransetzen, weil bis Montag sollen wir dann die Hiragana schon einigermaßen drauf haben, dass wir sie lesen können. Dann machen wir Leseübungen, erste Hiragana-Tests und so weiter. Das steht alles nächste Woche an. Deswegen würde ich jetzt versuchen, auch innerhalb des Wochenendes dann entsprechend alle Videos fertig zu machen. Vier oder fünf Videos werden es für die Hiragana-Zeichen, dass wir die uns auch anschauen. Wir werden mit den ersten 10 jetzt in diesem Video hier anfangen, die ersten 10 Hiragana-Zeichen uns etwas näher angucken. Ich benutze dazu ein Material von einer Webpage, die uns unsere Dozentin empfohlen hat, und die ich auch, die Empfehlung gebe ich an euch, sehr gerne weiter. Und zwar, wenn man bei Google guckt, ich werde noch den Link nochmal gleich zeigen und auch in der Beschreibung unten reinpacken, also schaut dann in die Beschreibung rein, Megalo Language Center. Das ist eine japanische Seite von irgendeiner japanischen Schule, die ist auch auf Englisch verfügbar, und die haben ja Material zum Japanisch lernen, also da gibt es eine PDF-Datei mit so 30, 35 Seiten und auch noch vieles andere. Das hier ist so das Grundmaterial, also Megalo Language Center. Das hier ist der Link, auch unten in der Beschreibung zu sehen. Und ja, die haben dann solches Arbeitspapier, was wir uns dann natürlich auch gleich näher angucken werden. Das hier ist die erste Seite, die wir gleich bearbeiten werden, mit den Hiragana-Silben. Und kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr wirklich die japanische Schrift lernen wollt, schaut euch beim Megalo Language Center diese PDF-Dateien an, die es da gibt. Unten drunter sind dann auch Beispielwörter, wo man dann üben kann, die richtig zu schreiben. Ja, sehr empfehlenswert das Ganze. Ich werde das Material als Hilfe mitbenutzen für die Tutorials. Also könnt ihr euch da immer auch im Vergleich dann eben an dieses Megalo Language Center, diese Online-Seite, wenden. Ich werde bestimmt im Laufe der Zeit in anderen Tutorials auch mal auf diverse andere Videos verweisen, die helfen, Hiragana oder Katakana zu lernen oder generell irgendwas mit der japanischen Sprache zu tun haben, wo auch Videotutorials oder so sind. Also wenn ich da mal Seiten finde oder auch unsere Dozentin uns was mitteilt, dann lasse ich euch das gerne in einem Video wissen. Schaut immer mal unten in die Beschreibung rein, da poste ich dann Links, falls ich es vielleicht im Video erwähne, oder manchmal auch, wenn ich es nicht erwähne und es mir danach einfällt, dann werde ich eventuell das auch mal in die Beschreibung oder als einen Kommentar posten. Also immer da die Augen aufhalten. Ja, und dann will ich jetzt nicht lange weiter um den heißen Brei herumreden, sondern jetzt geht's an die Arbeit. Wir werden uns die ersten 10 Hiragana-Zeichen vorknüpfen. So, da wären wir. Das hier ist der erste Arbeitszettel von unserem Megalo Language Center. Wir werden uns die 46 Hiragana-Zeichen jetzt nach und nach anschauen. Wir werden anfangen mit den 5 Vokalen, die das Japanische hat. Und zwar A, I, U, E, O in dieser Reihenfolge. Es gibt keine alleinstehenden Konsonanten im Japanischen mit einer einzigen Ausnahme, dem N. Ansonsten, also dem N, N. Ansonsten ist jeder andere Konsonant immer mit A, I, U, E oder O verbunden. Wobei es da auch noch die eine oder andere kleine Ausnahme gibt. So gibt es nicht immer ein I oder ein E mit dabei bei den Konsonanten. Das werden wir uns dann noch später genauer anschauen. Auf jeden Fall werden wir anfangen mit dem Vokalen, und zwar dem A. Wie ihr hier auf dem Arbeitsblatt sehen könnt, sieht das A so aus. Um das zu erklären, wenn ihr hier die beiden verschiedenen Varianten seht. Also das hier ist dann die Schreibvariante, wie man sie mit Bleistift oder normalerweise mit Pinsel im Japanischen schreibt. Und hier ist dann, steht ja auch oben drüber, die Druckvariante des entsprechenden Hiragana. Was hier auch mit dabei ist und sehr nützlich und auch sehr wichtig, später dann vor allen Dingen auch für die Kanji sehr wichtig, ist die Strichfolge bei einem Hiragana. 1, 2, 3.
wäre das hier dann dementsprechend beim A. Also zunächst der Querstrich von links nach rechts, dann die 2 von oben nach unten und schließlich die 3 dieser Kringel, der hier unten dran ist. Das macht insgesamt zusammen das Hiragana-Zeichen für A. Rechts daneben seht ihr dann ein paar Mal die gedruckte Variante von dem A. Weiter rechts daneben, jetzt noch nicht im Bild, sind dann weitere Kästchen frei, wo ihr euch üben könnt. Genauso wie hier unten. Hier sind ein paar Beispiele, wie das A aussehen kann in geschriebener Form, also in handschriftlicher Form. Die hier sind nicht von mir gemacht, sondern da sind dann bei jedem Hiragana immer so ein paar Beispiele drunter, wie das aussehen kann. Das wird beim einen oder anderen Hiragana dann noch sehr interessant sein, welche Variationen es da auch zum Teil im Schreiben gibt. Ja, und auf jeden Fall habt ihr dann hier genug Platz, das A zu üben. Also wir erinnern uns, zunächst der Strich von links nach rechts, dann die 2 von oben nach unten und schließlich die 3, leicht unter der rechten Seite von dem horizontalen Strich, geht dann durch den zweiten Strich durch und einmal hier rum. Ja, das ist im Prinzip schon das A. Ihr könnt dann natürlich weiter üben, also von links nach rechts, oben nach unten und Kringel ran. Und natürlich braucht das dann eine gewisse Zeit, bis man dann das wirklich flüssig drauf hat. Das sieht bei mir jetzt auch nicht so schön aus, weil ich hier hinterm Stativ sitze und ein bisschen Schwierigkeiten habe, dann immer da ranzukommen. Wir schreiben mal noch viermal das A hin, also links, rechts, oben, unten, Kringel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So funktioniert das A. Dann gehen wir weiter zum I. Das I besteht, wie ihr seht, aus 2 Strichen. Ein Strich links. Wichtig dabei ist, dass der linke Strich ein bisschen größer ist, also ein bisschen länger ist als der rechte. Dieser Kringel, der hier dran ist, der muss nicht unbedingt mitgeschrieben werden. Man kann es auch gerade lassen, solange es nur etwas länger ist. Der rührt daher da. Früher haben die Japaner eigentlich hauptsächlich nur in Pinseln geschrieben. Wenn sie dann den Pinsel abgesetzt haben, nachdem sie einen Strich gemacht haben, ist sozusagen beim Wechsel des Pinsels auf den zweiten Strich, wenn sie den Pinsel hochnehmen, immer noch so ein kleiner Klecks, so ein kleiner Haken von dem vorherigen Strich übergeblieben. Das sind dann diese Haken, die hier ihr auch noch in vielen anderen Hiragana und Katakana sehen werdet, schon mal so als Erklärung. Ja, 2 Striche, der linke also etwas länger als der rechte, der Haken braucht ihr nicht unbedingt machen, also es reicht auch aus, wenn ihr es so wie hier jetzt macht. Ja, noch viermal zum Üben. Links, rechts, 1, 2, links, rechts, 1, 2. Ich hatte es mir schon vor einer Weile mit dem Haken angewöhnt, dementsprechend schreibe ich den auch immer mit. Wie gesagt, sehr wichtig, links länger als rechts, weil wir werden später noch ein anderes Hiragana-Zeichen kennenlernen, das Ri, also Li. Und es sieht ähnlich aus, allerdings ist da dann der rechte Strich länger als der linke. Nur damit ihr das schon mal wisst. So, kommen wir zum U. Das U, sind 2 Striche, so ein kleiner hier von links oben nach rechts, ja so ein bisschen nach unten führend, und so ein umgedrehtes C oder ein Haken kommt dann als zweiter Strich darunter. 1, 2. Ja, dann dementsprechend wieder die Übung. Kleiner Strich, 1, 2. 1, 2. Diesen kleinen Haken, den ich hier vorne drin habe, muss auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, so wie man es hier bei den anderen handschriftlichen sieht, die machen wirklich nur einen kleinen Kringel. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Normalerweise ist dann hier so ein minimaler Haken, wo es ganz leicht horizontal anfängt, bevor es dann in den Kringel reingeht. Oh, kapitaler Fehler. Und ihr habt es nicht gesehen, das ist nicht auf Video. Ich habe jetzt hier erst mit dem unteren Strich angefangen. Kapitaler Fehler. Natürlich fängt man erst oben an. Also 1, 2. 1, 2, 1, 2. Das ist das U. Das letzte ist mir jetzt nicht ganz so gelungen. Womit wir dann auch zum E kommen. Der Vokal E.
auch wie das U, zwei Striche, kann man sich relativ gut merken. Das untere, der zweite Strich, ist dann etwa wie ein Z, nur dass man da dann nicht gerade geht, sondern ein bisschen hoch und einen Kringel ran macht. Also geschriebenerweise sieht das Ganze dann wie folgt aus. Auch wieder so ein kleiner Strich oben. In dem Fall hat er hier so einen kleinen Haken mit dran, weil als nächstes dann natürlich hier auch wieder der Pinsel dann rübergehen würde zum zweiten Strich. Deswegen ist hier so ein kleiner Haken nach links drinne. Muss man auch nicht unbedingt machen. Das sieht man hier einmal in der Pinselform, ist er drinne. In der Druckvariante ist dieser Haken hier nach links nicht mit drinne. Ich mache ihn im Regelfall ganz minimal mit. Also 1, 2. 1, 2. Und rechts daneben. 1, 2. 1, 2. Ja, nicht so gut. 1, 2. 1, 2. Dann kommen wir auch schon zum letzten Vokal, dem O. Sieht dem A ein wenig ähnlich, nur dass diesmal beim zweiten Strich, wenn der Kringel kommt, nicht abgesetzt wird. Also erstmal einmal von links nach rechts. Der Strich hier ist etwas weniger mittig. Wir können nochmal hier oben vergleichen. Ja, nimmt sich eigentlich gar nicht so viel. Am besten merken, dass dann sozusagen der Querstrich unten ein bisschen kürzer ist, weil daneben kommt noch dieser kleine dritte Strich hier dazu. Deswegen diesen Querstrich ein bisschen kürzer lassen. Das sieht dann also ungefähr so aus. Kürzerer horizontaler Strich. Dann die 2 wird durchgezogen zum Kringel, im Gegensatz zum A. Und dann wird hier noch ein kleiner Strich angehängt. Also ich schreibe jetzt nochmal das A hin, nicht wundern, nur zum Vergleich. Also A war horizontaler Strich, 2 nach unten, dann der Kringel. Das war das A. Und jetzt ist es natürlich das O, allerdings ein horizontaler Strich, die 2 runter, zum Kringel durchgezogen und ein Strich dran. Ein paar Mal üben das Ganze. Es ist oftmals hilfreich, wenn man sich Eselsbrücken in irgendeiner Art und Weise überlegt für die ganzen Hiragana. Beim U beispielsweise kann man sich vorstellen, dass dieser zweite sehr dominante Strich hier so wie so ein umgekipptes U ist, also was hier so ein U, was dann nach links gekippt ist, so in der Richtung. Ja, dann, was uns die Dozentin gesagt hat, zum Beispiel das I, dass es eben wie zwei kleine Is aussieht von uns. Also da gibt es dann verschiedene Arten, Varianten, wie man sich das Ganze merken kann. Da müsst ihr dann euer eigenes finden. Ich mache da nur ungern Vorschläge. Ich habe auch bei Weitem nicht für jedes Hiragana mir jetzt eine Eselsbrücke, auch damals, als ich es angefangen hatte zu lernen, überlegt. Schaut mal, ob ihr da irgendwas findet. Das ist dann auch durchaus der eigenen Kreativität überlassen, was einem da so einfallen kann, wie man sich die ganzen Zeichen merkt. So, jetzt kommen wir zur ersten Konsonantenverbindung mit den Vokalen, und zwar mit dem Konsonanten K. Und fangen auch gleich mit K an. K besteht aus 3 Strichen, wie ihr sehen könnt. Ein Angelhaken, eine Schnur oder so, die durch den Angelhaken durchgeht, und noch ein kleiner Strich an der Seite. Wenn wir uns das dann aufschreiben, ist das also der Kringel, der Strich dadurch und der Strich an der Seite. Angelhaken, Schnur, Strich. So, noch ein paar Mal wieder üben. Angelhaken, Schnur, Strich. Angelhaken, Schnur, Strich. Angelhaken, Schnur, Strich. Und 1, 2, 3. Das ist das Hiragana K. Als nächstes kommt Ki.
Ki ist leicht zu verwechseln mit anderen Hiragana, die wir später noch kennenlernen werden, mit dem Chi und dem Sa. Das werde ich dann, wenn wir zu den beiden kommen, nochmal erwähnen. Da werden wir die dann nochmal miteinander vergleichen. Das ist dann auch nicht so einfach, die dann in der Schnelle immer richtig zu lesen. Schauen wir uns aber erstmal an, wie es geschrieben wird. Ihr seht hier einen eklatanten Unterschied zwischen der Pinselvariante, wo dann hier bei diesem Haken hier unten abgesetzt wird, und hier der Druckvariante. Deswegen, das ist hier ein bisschen zwiespältig, weil im Prinzip sind es eigentlich vier Striche und nicht drei. Beide Varianten sind richtig, also man kann sowohl so als auch so schreiben. Ich habe es so gelernt am Anfang mit dem Japanisch Lernbuch vorm Studium, dass ich mit Absätzen gemacht habe, und auch hier in diesen Beispielen seht ihr, dass das in den handschriftlichen Beispielen das auch hier abgesetzt wurde. Also im Prinzip sind es eigentlich vier Striche, zwei parallel laufende horizontale Striche, wobei der untere so, naja, hier in dem Fall ein bisschen minimal länger ist, hier ist er kürzer, also macht sie gleich lang, dann könnt ihr im Prinzip nichts falsch machen. Eins, zwei, horizontal, dann der dritte Strich durchstreicht sozusagen diese beiden horizontalen, dann macht es einen kleinen Haken nach links und dann der vierte Strich ist sozusagen der hier unten. Also hier, das ist dann Strich Nummer 4. Es kann aber eben auch, es ist auch richtig, also man sieht oftmals beide Varianten, wenn man den dritten Strich sozusagen den Kringel gleich durchzieht, nachdem man die beiden oberen durchgestrichen hat. Ich schreibe so, wie ich es gelernt habe. Und wie es auch hier in in den Varianten hier drüben steht, also einmal horizontal, zweimal horizontal, durchgestrichen, kleiner Kringel dran, weil man dann den Kringel rübersetzen würde für den letzten Pinselstrich und dann hier unten diesen eben ransetzen. Eins, zwei, drei, vier. So, nochmal ein bisschen langsamer hier drüben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Ah, da habe ich einmal zu viel abgesetzt schon. Eins, zwei, drei, vier. Nochmal. Auch der Florian ist nicht perfekt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist das Key. Das nächste ist einfach. Q wie Kurve, also Q wie Kurve hat uns unsere Dozentin als Eselsbrücke empfohlen. Das ist so rund wie eine Kurve. Q, Kurve. Ist nur ein einziger Strich. Dabei sollte ja die Stelle hier theoretisch ein wenig rund sein. Ich krieg's nie gut hin, und wie man sieht, die handschriftlichen Beispielvarianten, die hier drunter stehen, haben es auch nicht viel besser hinbekommen. Also einfach nur 1, 2, eine Kurve zeichnen 1. Zwei, also nicht zwei Striche, das war jetzt eigentlich falsch gesagt. Also eins, 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 ja, der ist nicht so schön. Eins, nicht eins, zwei, das war falsch. Besteht ja nur aus einem einzigen Strich, also man setzt nicht ab an dieser Kurvenstelle da. Ja, Q, sehr einfach. Damit kommen wir auch gleich zum K. K sieht auch so ähnlich aus wie andere Hiragana, die wir später noch kennen werden, und zwar das H und das Ho. Die sehen so ein bisschen ähnlich wie das K aus. Ja, auch da gilt später dann auch beim H und beim Ho, dieser Haken, der hier an dem linken, an dem ersten Strich dran ist, kann, wie man hier sieht, weggelassen werden, und wird es auch oftmals in der handschriftlichen Variante, wie man hier dann in diesen Beispielen sieht. Hier oben in der Pinselschreibvariante ist er mit drin. Ich habe ihn auch gelernt mitzuschreiben. Wichtig ist, dass das Ganze ein bisschen rund ist, also so ein kleiner Bogen, dass das nicht ein ganz gerader Strich ist, so wie das dann später vor allem in den Katakana aussehen wird, die ja sehr gerade und kantig sind. Deswegen sollte es ein bisschen rund sein. Hier die Hand, das ist, muss eine katastrophale Handschreibung sein, was die Leute hier drauf haben. Also das ist alles andere als rund, diese Beispiel-Ks an dieser Stelle hier. Auch dieser, also schauen wir uns nochmal genau an, ein Strich eben runter, mit einem kleinen Haken dran, wenn ihr wollt. Dann der horizontale Strich Nummer 2 und dann sowieso ein Kreuz durchstreichen, wobei das Kreuz unten eben so einen kleinen Schlenker, eine kleine Kurve nach links macht. Das ist dann das K. Also einmal links, horizontal 2 und runter mit kleiner Kurve 3.
So. Hat man das gesehen? Ich glaube, das hat man gar nicht gesehen. Jetzt habe ich, tut mir leid, außerhalb des Sichtfeldes gearbeitet. Machen wir es hier unten nochmal. Also, einmal links, dann horizontal und das Kreuz mit Kurve. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Als letztes für heute in diesem Video wollen wir uns das Ko anschauen. Ko besteht aus zwei Strichen. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das I, wenn wir uns erinnern. Gehen wir nochmal kurz hoch. Da vergleicht man das I. Das Ko ist sozusagen um 90 Grad gedreht oder um 270 Grad, kann man sich jetzt streiten. Und zwei Striche also. Da kann der Haken theoretisch auch weggelassen werden, wie man hier sieht, diesen Haken, den man hier rüber macht. Es gibt auch die Variante, ich habe das Ko schon gesehen, dass dieser Strich hier auch durchgezogen wurde. Da war, ist es dann schwierig zu entscheiden, ob das ein Ko war oder ein T. Das hat mich in Japan manchmal verwundert. Also ich habe das Ko auch manchmal gesehen mit einem hier durchgezogenen Strich. War dann sehr schwer zu lesen, machen sie wahrscheinlich eher seltener, weil es dann leicht mit dem T zu verwechseln ist. Deswegen lernen wir es auch so mit zwei Strichen, also ein horizontaler hier oben und dann einer mit so einem leichten von oben kommenden Kringel hier unten, der dann auch horizontal ausläuft. Wichtig ist, dass der untere dabei etwas länger ist als der obere. Also, eins, zwei. Ich habe den Haken auch mitgelernt, als ich mir die Hiragana selbst beibrachte. Deswegen mache ich diesen Pinselhaken dementsprechend immer mit. Beim ersten habe ich jetzt nicht ganz gut aufgepasst, ob der oben wirklich kürzer ist als der unten. Die sind hier, glaube ich, ein bisschen gleich lang. Also es muss jetzt nicht wirklich deutlich sichtbar länger sein, aber es wäre schon wünschenswert. So, das soll es dann als erste Hiragana für heute gewesen sein. Wir haben uns die fünf Vokale A, I, U, E, O angeguckt und Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ich werde dann zu der Aussprache des Japanischen nochmal ein extra Video machen, also wie dann wirklich Ka, Ki, Ku, Ke, Ko ausgesprochen wird und auch Sa, Shi, Su, Se, So und auch mit dem R-Konsonanten ist es dann vor allem besonders spannend. Was dann hier unterhalb immer dieser Schriftübung hier oben ist, also wenn man dann die Hiragana gelernt hat, unten drunter auf den Blättern von der Meguro Language Center School, wie auch immer, sind dann so Beispielwörter, die ihr dann probieren könnt, in Hiragana zu schreiben. Probiert das ruhig. Also hier oben das erste Beispiel, was wir hier haben, ist Aka. Aka ist rot, also das wäre dann, wenn ihr euch entsinnt, das A mit 1, 2, 3, das A. Und K ist der 1 der Angelhaken, dann 2 die Schnur und der Strich rechts ist die Nummer 3. Das wäre AK. Und Sie könnten das dann auch weitermachen für die anderen hier. Es gibt es natürlich leider jetzt nur in Englisch das Material online. Also da könnt ihr dann bei den Vokabeln auch gleich eure Englischkenntnisse noch ein wenig auffrischen. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr sie auch gerne in den Kommentaren stellen, wenn ihr jetzt nicht nachschauen wollt oder so oder irgendwelche Fragen an mich habt. Zögert nicht, sie zu stellen. Ich versuche immer alles zu beantworten, was ihr an Fragen habt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein heute als Einführung mit den ersten 10 Zeichen. Ich habe es beim einen oder anderen Zeichen etwas ausführlicher, vielleicht zu ausführlich gemacht, aber für die allerersten Zeichen dachte ich mir, nehme ich mir die Zeit mal. Ich werde vielleicht die nächsten Videos dann 15 oder 20 Zeichen machen und da ein bisschen schneller durchrasseln, höchstens bei so besonderen Fällen wie Chi, Sa, die dann in anderen Hiragana ähnlich sind. Da werde ich mir vielleicht nochmal etwas mehr Zeit nehmen, damit das dann beim Anwenden und dem Lernen etwas leichter ist, die Hiragana voneinander zu unterscheiden. Ansonsten benutzt ihr das Arbeitsmaterial, übt. Eine Sprache lernt sich jetzt nicht durch dieses Tutorial alleine. Man kann es nur einmal zeigen, vormachen, etwas erklären. Das eigentliche Lernen kommt dann vor allem übers tatsächliche Schreibüben.
So, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Ja, das waren die ersten 10 Hiragana-Zeichen, die ich euch jetzt heute hier in diesem ersten Video beigebracht habe, wo ihr mir jetzt über die Schulter sozusagen geschaut habt. Es wird in den nächsten Videos dann wahrscheinlich 15 oder 20 Hiragana-Zeichen dann gleich auf einmal geben. Ich werde mich dann nur noch mal etwas genauer auf die Sachen stürzen, wenn es wirklich notwendig ist, wie ich es schon gesagt hatte, beim Sa, bei Chi und so, wo dann die Ähnlichkeiten entsprechend mit Ki da sind, wo man wirklich nochmal genauer hingucken muss, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt, dass man das richtig lernt. Ansonsten möchte ich jetzt bis zum Wochenende, bis Anfang nächste Woche alle Hiragana abarbeiten. Ich habe es im Studium jetzt innerhalb von einer Woche durch. Wir fangen dann mit Katakana, Hiragana-Tests an. Und damit ich euch sozusagen immer auf dem aktuellen Stand halte, will ich jetzt die wirklichen Basics, Aussprache, Videos und ein paar Beispielsätze und so weiter alles jetzt am Wochenende auf Deutsch zumindest erstmal abarbeiten, aufnehmen und dann dementsprechend bearbeiten und online stellen, sodass wir dann ab nächste Woche wirklich immer auf dem Stand meines Studiums sind. Dadurch werden jetzt die ersten Videos immer ein bisschen länger, weil ich nochmal ein bisschen mehr quatsche, mehr erzähle, ein paar mehr Grundlagen noch mit einbaue. Spätere Videos werden dann hoffentlich etwas kürzer sein. Das wird dann auch für mich die Arbeit erleichtern beim Aufnehmen und beim Schneiden des Ganzen dann. Ich hoffe, solange könnt ihr das aushalten, aber ich finde es gut, dass man das auch mal ausführlich erzählt, weil das Gefühl, was ich von den Stunden, jetzt den Sprachstunden diese Woche hatte, ist, dass es für welche, die wirklich noch gar keine japanische Vorkenntnisse hat, das Tempo da extrem hoch war. Natürlich muss man üben, üben, üben zu Hause, das Schreiben, Zeichen lernen, das geht nicht durch einmal gucken und nachmachen, auch Vokabel lernen und so weiter. Das benötigt Zeit und klar muss man sich da auch dahinter klemmen. Aber ich denke mal, es ist dann auch mal ganz gut, wenn man wirklich mal so aus den gerade eines frisch Lernenden, der auch nur noch wenig Kenntnisse hat, das Ganze mal zu hören bekommt, um das vielleicht mal aus einer anderen Perspektive als aus der Dozentenperspektive mitzubekommen. Das ist auch der ganze Sinn, den ich hier hinter bei den Tutorials auch sehe. So, und damit genug gequatscht. Hoffe, es hat euch jetzt als Einstiegsvideo gefallen. Verbesserungsvorschläge, wenn ich das Ganze kürzer machen soll, worum ich mich sowieso bemühen will, oder sonstige Sachen, die euch aufgefallen sind, wo ich auch Fehler gemacht habe, schreibt es in die Kommentare. Ich will mich stetig verbessern, nicht nur im Japanischen, auch in der ganzen Videobearbeitung, dem Aufnehmen hier. Und dass ich dann euch auch entsprechend ein ordentliches Produkt abliefere hier. Und ja, jetzt höre ich wirklich auf. Matane, macht's gut.